Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur US-Börseneröffnung mit Dirk Helger. Und natürlich hat er auch seinen Stereo Trader dabei und hoffentlich auch gute Märkte. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wie immer schauen wir uns ganz schnell den Risikohinweis an, aber auch nicht zu schnell, denn es ist alles richtig, was hier draufsteht. Wie immer dient dieses Webinar ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, ganz viele Hallos hier im Chat. Deswegen gebe ich ganz schnell an den Dirk und dann können wir noch sicherlich noch ein, zwei Sätze Smalltalk verlieren. Holen wir die YouTuber noch dazu. So, dann hoffe ich, dass ich jetzt auch alle Knöpfe richtig gedrückt habe und sage Hallo und herzlich willkommen heute zum Live-Trading zur US-Markteröffnung mit dem Nelson, der aber leider wieder nicht zu sehen ist. Beinahe hätte ich hier irgendwie mir die ganze Technik zerschossen beim Versuch, ihn einzublenden. Wahrscheinlich sieht er einfach viel zu gut aus. Und dann hat die Technik gesagt, nee, der darf hier nicht rein. So, man kann ihn aber trotzdem hören und das wäre dann auch genau jetzt der Fall, Nelson, wo du dann natürlich auch sehr gerne was sagen kannst aus dem Off. Bitteschön. Ja, sehr gut. Ja, ich habe gute Webinar-Leute, die schreiben alle, die können mich sehen. Auch wunderbar, aber auch nicht mehr so lange. Gleich schalte ich mich wieder ab. Aber natürlich ein Willkommen und einen guten Tag natürlich an andere YouTuber, die heute live dabei sind. Dirk, wir machen das Webinar hier schon so lange und jedes Mal wechsle ich zwischen Sie und du und ihr und ich bleibe jetzt beim Du, beim Ihr. Ja, alle wissen, dass das ja ein respektvolles Du ist. Wer das nicht möchte, kann das natürlich immer in den Chat reinschreiben. Dann werde ich das natürlich berücksichtigen. Aber damit ich nicht immer durcheinander komme, sind wir hier unter uns. Genau, so sieht's aus. Nee, an das Sie würde ich mich, glaube ich, auch nicht gewöhnen können. Das machen wir echt schon irgendwie alles viel zu lange hier. Also, das ist irgendwie, ist mir immer so ein bisschen, ich meine, ich habe nichts gegen Sie, natürlich nicht. Also, es gibt auch Menschen, die sieze ich. Ich finde halt immer nur in so einem Umfeld, ich meine, hier geht es ja auch immer um was Persönliches und das Persönliche ist ja halt eben Geld. Und ich glaube, da darf man halt irgendwie auch mal dann halt ganz nett beim Du bleiben, auch wenn man FX Flat heißt oder zumindest, wenn wir es zusammen machen. Und ich glaube, so die Gemeinschaft, die sich ja hier im Laufe der Zeit ja auch irgendwie eingefunden hat und auch dabei bleibt, die will das auch, glaube ich, gar nicht anders. Würde ich mal so behaupten. So, ich hoffe, der Ton ist gut. Hier kommt nämlich irgendwie ein Einwand. Kannst du das Mikro mal ein bisschen anpassen? Ich kann mal irgendwie zwei lauter Alles drehen. gut. Müsste Oder wahrscheinlich ist alles besser noch sein gut? jetzt, ne? Okay. Also war vorher gut, jetzt bist du nur ein bisschen lauter, aber alles in Ordnung. Ja, bei YouTube wird das halt irgendwie durch 28 Filter geschickt und da kann es natürlich sein, dass das halt irgendwie dann halt so ein bisschen anders klingt oder ein bisschen anderen Effekt dann halt eben hat, von dem, wie es dann halt rüberkommt. So, wie immer ist natürlich euer, oh je, was ist denn hier los? Auf meinem Bildschirm, wie immer ist natürlich euer Input gefragt und herzlich willkommen, ne? Das heißt also, wenn ihr was irgendwie dazu sagen möchtet, zu dem Markt oder auch eine Frage habt, die mich jetzt nicht irgendwie dann halt allzu lange aufhält, dann versuche ich das natürlich dann auch aufzugreifen und drauf einzugehen. Gar keine Frage. Und ich sehe gerade, der DAX ist irgendwie da auch schon, bevor ich jetzt gleich gehe, mache ich natürlich, ist auch schon irgendwie dahin am Maximum, wo er halt eigentlich sollte und ist quasi schon fertig. Damit hat sich auch dann das Bild, was ich da halt als Thumbnail eingestellt hat, ja dann auch schon bestätigt, nämlich dieses Reiten auf dem Bullen durch die Wall Street. Es könnte sein, dass es jetzt schon vorbei ist, aber mal gucken. Vielleicht kriegen wir die Amis ja auch noch ein bisschen irgendwie geritten. So, der Stefan ist, der Stefan, sage ich, der Stefan hat es erwähnt, aber der Andreas ist auch da von Fit for Finanzen. Sind wir denn auch bei Twitch dann halt auch live? Falls ja, grüße ich natürlich auch alle Zuschauer hier bei Twitch nochmal separat. Die kann ich natürlich hier nur nicht sehen, wenn die halt irgendwas kommentieren. Ja, Logo schreibt da. Gut, freue ich mich. Also, explizites Hallo in die Twitch-Runde natürlich auch. Gut, so, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir müssen ja auch nicht irgendwie unbedingt auf die erste Sekunde im Trade irgendwo drin sein, wenn es 15:30 Uhr ist. Viel wichtiger ist halt irgendwie
die Richtung einzuschätzen, wo es denn dann halt wohl hingeht, und was dann halt eben passiert und wie man das halt eben greifen kann. Das ist natürlich wesentlich wichtiger, als dass man jetzt halt irgendwie unbedingt da halt in der ersten Sekunde mit dabei ist. Ich denke mal, das ist halt auch klar. Ich finde es natürlich jetzt erstmal insofern gut, dass das, was ich gestern Abend dann ja auch beschrieben habe, für den Markt, insbesondere für den DAX, dass sich das halt irgendwie alles ganz nett jetzt hier schon bewahrheitet hat und irgendwie erfüllt hat und aufgegangen ist. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr hilfreich. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze jetzt vor allen Dingen im US-Markt dann eben weitergeht. Da hatte ich ja auch schon so ein bisschen die Befürchtung, dass wir nämlich dann gleich genau da stehen, wo ich wieder nicht hin will. Aber okay, das gehört ja halt eben dazu. Und genauso ist es auch, wenn ich gerade da drauf gucke. Das ist echt genau wie letztens bei den NFPs. Ach so, Nelson, das war ja auch noch dein Wunsch ja auch, ne? Für die, die bei dem NFPs Live Trading am Freitag dabei gewesen sind, da haben ja wirklich die NFPs haben uns so ein bisschen vermeiert. Also das heißt, ich hatte ja zwei Prognosen abgegeben, eine für den DAX und eine für den DAO, und zwar am Vortag natürlich, unabhängig von den Zahlen, weil ich das ja immer halt relativ unwichtig erachte. Und der DAX hat es einfach gemacht und der DAO ist einfach stehen geblieben und hat uns da halt schier endlos gequält. Und da kann man jetzt, glaube ich, aber halt hier auch im Rahmen von FX Flat, aber dann hier auch nochmal irgendwie dann kurz zeigen, was denn da halt eben tatsächlich, wie es denn dann auch aufgegangen ist am Schluss. Und muss ich hier erstmal finden, aber eigentlich habe ich auch einen Screenshot vorbereitet. Mal gucken, ob das jetzt der richtige hier ist. Genau, das müsste also der Screenshot jetzt sein. Und da sieht man halt da oben, also ich sehe es jetzt bei mir nur hier in ganz klein. Ich hoffe, man kann das alles erkennen. Da oben war der Entry, ja, wo halt oben noch diese Short-Positionen waren, die dann halt irgendwie kurz nach Kasseröffnung noch aufgegangen ist, wo ich noch meinte, das wird so nicht funktionieren. Eigentlich muss der Markt halt sich komplett rückabwickeln im M5. Und deswegen war da oben noch der Entry. Ich habe nur gesagt, bringen wir den aber nicht zu Ende. Aber generell ist die Bewegung halt immer noch den NFPs geschuldet und sollte zurücklaufen. Und der lief dann halt auch tatsächlich 300 Punkte. Ich glaube, hier ist es irgendwo besser dann sichtbar. 300 Punkte runter, nämlich komplett bis auf Anfang. Ich wollte eigentlich unter Anfang, aber insgesamt ist die Geschichte dann aber schon halt dann leider nach dem Webinar aber noch extrem gut aufgegangen, wie ich finde. Und ich finde, gehört das auch hierher, weil es jetzt das Live-Trading direkt im Anschluss ist und nicht jeder, der bei FX Flat zuschaut, ist ja halt eben auch ein YouTube-Abonnent. Wünsche ich mir natürlich trotzdem, dass ihr den Kanal abonniert, gar keine Frage. Aber hier jetzt nur noch mal im Nachgang, damit man es noch mal deutlich sieht. Ne? Man sieht vor allen Dingen da oben halt, wo dieser grüne Kasten ist. Das war halt die Bewegung während den NFPs. Also einmal rauf, der war falsch, der war eigentlich blöd, den hätte ich mir eigentlich schenken können. Aber halt eben alles andere, das halt ist dann halt eben dann doch komplett, oder was heißt fast komplett aufgegangen, besser gesagt. Ich wollte unter den Anfang, also unter dem blauen Kasten, das hat aber nicht mehr gemacht. Das kann man ja dann auch irgendwie noch im normalen Bild ja dann eben auch sehen. Und sondern hat dann halt eben einfach nur, also hier ist das gleiche im H1, das waren die NFPs und dann ist halt hier einfach nur komplett bis auf Anfang gegangen. Und das war es dann. Ich wollte eigentlich so ein paar Punkte hier drunter, so auf die 492. Und aber okay, da ist es irgendwie an ein paar Punkten dann gescheitert und deswegen halt auch hier die Teilverkäufe, wie man gerade gesehen hat, und dann halt eben da halt raus. Gut, so, da gucke ich jetzt auch mal über die Kommentare noch eben drüber. Also Nelson, ne, war ja glaube ich okay so, das hast du ja auch gewünscht, dass wir Ist das gut, mal, ja. ne, kurz hier dann eben auch noch zeigen, so quasi als Vervollständigung. Aber das ist halt immer das Problem, gerade bei News, ne? Selbst wenn man halt irgendwie super richtig liegt mit dem, was man da halt sagt, wenn das Timing aber einen in den Allerwertesten tritt und dann halt irgendwie erst später aufgeht, kann man es natürlich nicht ändern, aber deswegen muss man ja nicht unbedingt dann irgendwie auch 2, 3 Stunden dann im Livestream drin hängen. Und deswegen haben wir es jetzt dann halt eben im Nachhinein gezeigt. So, die Kommentare. Nelson, wenn du bei GoToWebinar, was ist? Das ist für mich so ein bisschen schwieriger zu lesen, weil ich da irgendwie alles einzeln Sage ich dir anklicken Bescheid. muss. Ja. So, gut, dann gucke ich mal hier eben drüber. Den Andreas hatten wir schon. So, sag natürlich allen Hallo, die hier reinschreiben. Der Werner, Viktor, Markus, Ricardo, Konrad, La Sartoria, der Stefan, der Andreas natürlich, Hasta la Vista, Richie, Mindset, Happy Sunrise, Christian, Blueford, Philipp und ACMA oder ACMA. Gut, okay, also da schreibt vor allen Dingen wer war das jetzt hier? Jetzt habe ich natürlich hier gerade schon übersehen. Gut, dass der DAX nämlich schon irgendwie das Maximum gerade erreicht hat. Ah, genau, Happy Sunrise. Schön, dass wir jetzt bei den 18.357 stehen, die du gestern angekündigt hattest. Ja, das freut mich natürlich auch, ne? Ganz klar. Ich bin ja auch froh, wenn
dass halt alles aufgeht und vor allen Dingen, wenn man es natürlich dann eben auch greifen kann. Aber ob man das jetzt im DAX greifen konnte, das machen wir jetzt hier nicht. Wir konzentrieren uns jetzt hier erstmal auf den DAU. Das würde ich dann halt heute Abend natürlich im Nachgang dann halt machen, beziehungsweise in dem Livestream dann halt eben dann heute Nacht. So, also der DAU, der tut hier so ein bisschen, ja, ne, ist so ein bisschen verhaltener im Vergleich zum DAX. Der DAX brennt irgendwie durch die Decke. Und der DAU hat irgendwie halt, lässt sich hier so ein bisschen Zeit. Das ist aber soweit okay. Was natürlich hier echt lustig ist, ja, ist halt hier diese Diagonale, meine einzige in meinem ganzen DAU-Chart. Wie der sich daran gehangelt hat jetzt gerade, das ist schon so ein bisschen crazy für meine Begriffe, weil ich halte ja nicht so wahnsinnig viel von Diagonalen oder was heißt, ich halte nicht viel davon. Ich finde, man kann es halt einfach sehr, sehr, sehr schwer halt eben im Daytrading so verwenden, dass man es halt wirklich den ganzen Tag nutzen kann, weil der Wert sich eben hier permanent natürlich ändert und damit halt natürlich auch ich sag mal, die Charakteristik eines Triggers dann halt so ein bisschen verloren geht. Aber gucken wir uns jetzt mal unabhängig davon mal an, was der Markt jetzt hier gerade treibt. Also stützt dich hier. Also wir hatten hier nochmal irgendwie eine längere Aufwärtsbewegung, in der hält er sich die ganze Zeit auf, korrigiert nicht bis nach unten und im Framing sind wir halt also erstmal grün. Wir hatten die 931, die ich ja halt, kurz Glas wegstellen, die 931, zu der ich ja auch meinte, ne, das wäre mal so das erste Maximum, ab dort dürfte es mal runtergehen. Das haben wir jetzt aber gerade hier schon gemacht. Das heißt, das hier kann man sich jetzt, glaube ich, eigentlich erstmal schenken und dann gucken wir jetzt direkt eine Etage höher. Und dort hat der DAU natürlich Platz. Ich hätte generell, jetzt muss ich gerade mal so ein bisschen genauer darauf gucken, inwiefern das hier aufgeht. Ich hätte natürlich schon gerne gehabt, wenn der halt eben mal so ein bisschen zurücksetzt erstmal und dann halt eben nach oben zieht, also das halt hier eben direkt drauf drückt, weil das ist natürlich super schwierig zu handeln. Also hier dann zu sagen, ja, ich gehe jetzt einfach mal long, weil der geht da oben durch. Kann man machen, aber da hat man natürlich das ganze Risiko im Nacken. Also im DAX fand ich das halt ziemlich gut greifbar. Vor allen Dingen im DAX war ja halt eben auch das Thema Glaskugel und weshalb ich ja dann halt gesagt, es ist keine Glaskugel, weshalb ich erkläre oder beziehungsweise davon ausgehe, dass der halt da oben durchgeht, durch diese Highs, sondern das war einfach dem Framing geschuldet. Und das fehlt mir jetzt hier, ist irgendwie links gar nichts mehr an Kerzen da. Das fehlt mir jetzt hier im DAU allerdings so ein bisschen. Wir gucken mal ganz schnell auf den Daily, was der uns da verrät. Also der hat nämlich halt auch schon noch ein bisschen Luft, so wie ich das sehe, nach oben. Und, also auch hier kommt vom Framing halt eben in grün und sollte allein deswegen dann halt auch eh eine Tendenz rauf haben. Und die Grenze von dem liegt natürlich hier oben irgendwo in dem Bereich. Ne? Und das hatte ich ja auch, glaube ich, gesagt, bei 39.000 etwa, also noch irgendwie 100 Punkte rauf, wären eigentlich gar kein Problem. Aber wie gesagt, ne, jetzt hier irgendwie an dem Punkt, wo wir da halt wirklich so an der Decke kleben, ist es wohl nicht so ganz einfach. Aber man kann es trotzdem mal versuchen, irgendwie mit einer kleinen Position, möglichst im Ausbruch, da halt reinzukommen. Gerne auch oder versuchterweise auch direkt jetzt irgendwie um 15:30 Uhr. Aber wie gesagt, man soll es nicht irgendwie übertreiben dann mit der Positionsgröße und natürlich ist es trotz allem nicht unbedingt einfacher. Weil die Frage ist jetzt hier, wo wird der überhaupt einen Punkt finden, irgendwie zum Zurücklaufen? Das ist halt das Ding. Man kann natürlich irgendwie sagen, gut, man geht direkt hier oben drüber, halt irgendwie long, sobald er raufkommt, aber wir kennen das alle. In der Regel sorgt dann Murphy's Law dafür, dass man den höchsten Punkt des Tages erwischt hat und der Markt nie wieder dahin kommt. Das ist immer so die Gefahr eben bei sowas. Ich sehe aber jetzt hier sowohl im Kleinen, ne, als auch hier im M5, zum Beispiel SMA20 wäre natürlich total super, mal so als bisschen Rücklauf hier in von die Richtung vom Vortageshoch. Das wäre natürlich so prädestinierter Punkt für einen Rücklauf, so dass man halt eben nicht mit dem Ausbruch nach oben da halt rein muss. Deswegen, das war jetzt nur exemplarisch. Ich finde das irgendwie nicht so wirklich gut. Auch wenn es jetzt wahrscheinlich gleich ein Fehler war und der Markt jetzt einfach hunderte von Punkten drüber rennt, das kann natürlich sein. Ich würde aber versuchen, hier unten irgendwo reinzukommen. Ne, also hier den VWAP haben wir hier unten zum Beispiel. Dann halt hier die Extension einfach vom M5. Also hier im Bereich von der 900 einfach hier so ein bisschen rein. Das muss noch nicht mal genau sein. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass der Markt da in irgendeiner Form jetzt nach oben raus will. Und da muss man wahrscheinlich irgendwie recht heftig skalieren oder sich dann halt auch irgendwie zwei, dreimal irgendwie ausstoppen lassen. Das kann natürlich sein. Ne? Aber wir gucken mal, was er macht. So, setzt also nur ganz kurz zurück. Bis jetzt
Ja, kann aber trotzdem sein. Mal gucken, vielleicht kommen wir da halt in irgendeiner Form halt rein. Ich schnapp mir den direkt hier. So, jetzt einfach Market, ohne einen genauen Punkt abzupassen. Positionsgröße habe ich hier jetzt die ganzen, also gestern und heute so im Maximum immer irgendwie 20 gehabt. Das heißt, ich habe jetzt hier ein bisschen Luft. Wie gesagt, man muss davon ausgehen, dass man auch mal rausfliegt, dass man da irgendwie zwei, dreimal ansetzen muss. Das ist vollkommen klar. Hier haben wir SMA 20 im H1. Der darf es natürlich auch sehr gerne werden. Das ist gar keine Frage. Das heißt, ich setze den erstmal hier unten drunter unter. Das Kasa. Hier haben wir halt, was haben wir denn hier noch? Im 15, wie gesagt, der kann in die Hose gehen. Ne? Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass wir nach oben rausziehen. Aber Problem ist natürlich, es kann halt einfach sein, dass das halt erst im Laufe des Tages dann natürlich dann halt kommt. Und dass jetzt hier einfach alles viel zu früh ist. Wäre jetzt auch nicht wahnsinnig verwunderlich, ne, und auch nicht besonders originell vom DAO, wenn er das so macht, aber damit muss man halt eben rechnen. Aber jetzt anzunehmen, dass der jetzt hier einfach drunter fällt und das Framing umdreht, das würde ich jetzt hier nicht annehmen. Deswegen auch hier meine generell meine Long-Haltung. Ich versuche mal die 10 Kontrakte, die ich jetzt hier drin habe, möglichst zu halten. Wenn es jetzt nur darum ging, irgendwie 5 Punkte zu scalpen, könnte ich natürlich auch hier rausgehen im Plus. Versuche die aber trotzdem halt zu skalieren, falls er jetzt halt irgendwie nicht direkt drauf zieht. Also hier das Gelbe ist Vortageshoch, auch Point of Control, soweit alles fein. Ne? Und es muss jetzt natürlich halt hier unten supporten, das ist klar. Und es muss vor allen Dingen jetzt auch durchziehen, sonst wird es natürlich dann irgendwann sinnlos. So, hier M5 und gucken, ob der es schafft, oben ins Framing zurückzuziehen. Der hat natürlich jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Der darf auch hier noch ein bisschen stänkern. Das wäre soweit auch okay. So, aber versucht es zumindest, ne, direkt raufzulaufen. Aber wie gesagt, ob jetzt das Ding nach oben raus gelingt, weiß ich natürlich nicht. Ne? Das ist halt klar. Ich würde jetzt mal auch irgendwie einen gleich mal kurz rausgehen und dann nehmen und dann halt hier eher versuchen, nochmal irgendwie tiefer nochmal den reinzugeben, den zweiten. Aber generell, so wie es bis jetzt aussieht, ist die Idee jetzt erstmal nicht allzu falsch. Aber noch haben wir keinen großen Run. Ne? Das ist halt auch klar. Also wir liegen jetzt hier ein paar Punkte irgendwie vorne. Aber halt so ein richtiger Move ist halt eben natürlich noch nicht da. Das ist halt klar. Und ich hoffe, der kommt jetzt nochmal runter und holt uns hier irgendwie, oder holt mich hier nochmal irgendwie ab, damit ich halt eben auch eine zweite Position zumindest noch irgendwie reingeben kann. Und dann gucken wir mal, ob wir das Ding halt irgendwie zumindest mit dem Ende von den ersten 15 Minuten da oben rauskriegen. Aber wie gesagt, ne, das, was ich gerade gemeint habe, so wenn der Markt sich aber erst entscheidet heute Abend um 21 Uhr durchs Dach zu ziehen, das ist halt leider immer die Gefahr dabei, dann kann ich es nicht ändern. Ne? Aber ich gehe doch ganz klar davon aus, dass hier dieses Tageshoch, was wir bisher gesehen haben, nicht allzu lange hält. Ne? Aber mal gucken. Schlimmstenfalls gehe ich halt mit einer kleinen Position halt irgendwie da oben rauf und dann versuchen wir da oben halt mal antizyklisch dann die andere Richtung. Oder wenn er es jetzt irgendwie machen sollte, nach oben raus, dann halt hier oben nochmal in irgendeiner Form zu skalieren. Ne? Weil erstmal haben wir jetzt halt hier einen Widerstand. Das heißt, ich würde jetzt dann auch hier auch im kleinen Timeframe genauso gucken nach einer Wirkungsumkehr. Das heißt, sollten wir den jetzt kaufen, den Bereich? So, dass man dann halt eben auch direkt irgendwie gucken kann, ob man den dann halt in irgendeiner Form in einem Rücksetzer halt dahin dann halt nochmal erwischt. Ne? So, wenn es jetzt nur darum geht, ein paar Punkte hier mitzunehmen, ein paar Punkte ist gut. Ne? Ich meine, 40 Punkte sind jetzt halt hier auf die beiden Positionen gerechnet und auch insgesamt passt das. Dann kann man natürlich hier sagen, gut, ich gehe raus, keine Lust mehr. Ne? Das ist natürlich auch völlig okay. So, Happy Tea Time. Schreibt der Ansgar, ich hätte mir einen Kaffee holen können. Hast natürlich recht. So, wer ist long mit dabei? Wer hatte die gleiche Idee? Wäre da nochmal die Frage? Wie immer. Yes. Hier ist auch noch ein Wunsch bzw. eine Frage von Antonia, ob du eventuell den Chart vergrößern könntest. Wie vergrößern? Von der Darstellung, denke ich mal. Ja, mehr ist nicht geschrieben. Ach so. Ja, wird schwierig. Ich habe aber hier lustigerweise, mal gucken, ist das das hier? Ja, bevor ich hier wieder irgendwas klicke, ich habe so ein bisschen Angst hier. Nicht, dass dann irgendwie nachher man gar nichts mehr erkennt.
Ja, das ist, kann ich natürlich jetzt hier mit dem Trade halt alles nicht machen. Aber ich finde, das ist doch groß alles. Ist doch irgendwie, sollte eigentlich alles recht deutlich erkennbar sein. Ich habe es ja hier, deswegen auch, habe ich dem ja hier auch schon mehr Platz gegeben. Ich kann natürlich die Kerzen, falls das gemeint ist, klar, das werde ich auch demnächst machen. Aber jetzt brauche ich hier nicht, hier natürlich erstmal das Gesamtbild und um den Überblick zu behalten. Ne? Ich will mich hier nicht irgendwie in der Kerze, in einer einzelnen Kerze da halt irgendwo verlieren. So, der Gringo schreibt auch irgendwie, stimme Antonia zu. Leute, das kann eigentlich nicht sein. Das ist irgendwie alles riesengroß und irgendwie vielleicht die Kerzen klein, das kann sein, aber vielleicht ist einfach euer Monitor zu klein. Und man sollte natürlich nicht auf dem Handy gucken, ne? Ist auch klar. So, aber jetzt machen wir nicht zu viel Technik hier, sondern versuchen erstmal zu leben mit dem, was wir hier haben. Also, was man natürlich jetzt schon irgendwie sieht, und das ist natürlich dann halt wieder typisch, ne, so, ja, nach dem Motto, ja, jetzt gehen wir oben raus und dann, nee, noch nicht. Wir stänkern nochmal auf der Unterseite und möglichst, würde mich nicht wundern, wenn wir hierzu auch nochmal ein neues Tief dann halt irgendwie kriegen und der sich halt hier in Richtung Kassa Close, beziehungsweise dem Tief, was wir halt hier haben, sogar möglicherweise begibt. Und uns versucht, unten rauszuholen. Ich hätte nichts dagegen, ehrlich gesagt, in diese Position so ein bisschen größer reinzukommen. So, dass ich den Stop hier verziehe, liegt auch nicht an mangelnder Disziplin, was den Trade angeht, sondern der Tatsache geschuldet, wie immer, dass ich hier halt skaliere. Und ich habe ja einen hier schon rausgenommen. Das heißt, ich habe ja, ich meine, hier sieht man ja ganz deutlich, hier ist mein Positionsentry, mein Break-Even ist ja jetzt schon irgendwie halt 30 Punkte tiefer. Ne? Und deswegen kann ich auch den Stop jetzt direkt nochmal 30 tiefer ziehen, etwa ohne, dass ich mein Risiko generell vergrößere. Aber insgesamt habe ich natürlich das Ding hier im Auge, also im H1 hier unten. Ne, so, also diese Lows halt ganz klar, ne, die habe ich jetzt erstmal halt irgendwie im Blick. Da will ich nicht unbedingt drunter schließen, sagen wir es mal so. Drunter spiken habe ich keine Schmerzen mit. Drunter schließen muss ich da jetzt nicht unbedingt. Und weil ansonsten ist erstmal long vom Tisch, sondern mir geht es ja darum zu versuchen, diesen Run nach oben, falls er den denn jetzt macht, im Sinne vom Framing, nämlich nach oben hin auf die 960, 970, den würde ich natürlich hier gerne einfangen. Und ich muss gar nicht irgendwie weiterkommen, aber einmal diesen Run nach oben und den versuche ich mir hier natürlich hier unten, oder was heißt natürlich, den versuche ich mir hier unten halt einzudecken. Ne? Und deswegen halt auch hier unten immer wieder mehr Orders, falls der Markt dann halt eben runterkommt und dann ist fein. Ich weiß nicht, was das Ding hier, guck mal, habe ich den nicht gerade wo ganz anders hingezogen? Das ist irgendwie so ein lustiges, also eigentlich verstehe ich es nicht. Das war doch eindeutig hier ein Rechteck, ein ganz normales Rechteck. Irgendwie macht der MetaTrader manchmal komische Sachen. Ne? Weil dieses, was ich gerade gezeigt habe, jetzt zählt. Okay, na gut, wie auch immer. So, deswegen, ne? Also das ist, hier geht es nicht irgendwie darum, ewig zu verbilligen, sondern deswegen wird der auch immer wieder aufgelöst. Die Zahlenskala, genau, das meint Marcello hier auch, sind grundsätzlich klein. Ne? Also die hier, da kann ich aber eh nichts dran ändern. Das ist ja der Metatrader, das ist ja dem Steer Trader nichts zu tun. Und die hier, die sind, glaube ich, irgendwie schon überdimensional. Also die stellt der Steer Trader wiederum halt besser dar als der Metatrader, damit man überhaupt mal irgendwas erkennt. Und das sollte aber noch passen, Leute. Und wenn nicht, ja, da muss ich halt auch sagen, holt euch doch das Live-Chart-Add-on, weil wenn man das Live-Chart-Add-on hat, dann hat man natürlich, zieht man das Ding auf den H1 und dann hat man es selber in seinem Chart. Wenn man aber halt eine andere Trading-Plattform hat oder noch nicht mal einen Steo-Trader, dann wird es schwierig. Muss ich mal gemeinerweise sagen. Aber das Ganze ist ja auch, sollte man ja irgendwie, ich vergesse das ja auch manchmal, ich mache das ja hier nicht irgendwie zur, oder generell halt vielleicht schon so ein bisschen, nur weil es irgendwie so als Entertainment, so ist das ja natürlich nicht gedacht, sondern ursprünglich, ja, damit haben wir ja vor Jahren mal angefangen, ist es ja halt eben eigentlich immer alles so gedacht gewesen, um dem Steer-Trader so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und das ist irgendwie alles eskaliert und hat sich halt irgendwie verselbstständigt und so, dass man manchmal vergisst, dass es hier um Steer Trader geht. Aber was der NYC Dirk hier auch schreibt, ist, auf YouTube sind die Zahlen besser zu lesen. GoToWebinar ist etwas unscharf. Ja, das ist wohl auch wahr. Ne? Über 4K-Streams. Oh, ja.
Das ist natürlich ein Thema für sich. So, mal gucken, kriegen wir jetzt, also die Maßgabe war ja halt hier den M15 zu verfolgen und den halt hier oben raus zu befördern und möglichst also mit dem M15 hier oben rauszulaufen. Das heißt, das ist auch nach wie vor das, was ich gerne sehen würde, dass nämlich der M15 hier oben drüber schließt, ja, also über der 930, über dem Tageshoch und dass wir dann dort anknüpfen können und dann halt eben ab dort dann halt eben auch eine passende Bewegung halt für das Ende von der Stunde hinkriegen und dass die Stundenkerze möglichst eben halt weit bis nach oben durchschafft. So ein M15 ist für mich immer so der erste, so ein bisschen maßgeblichere Timeframe. Und deswegen warte ich den auch immer ganz, oder was heißt, warte den gerne ab? Ja, warte den gerne ab. Jetzt hier, wenn es um Skalierung oben rausgeht, also jetzt nicht hier so, das finde ich nach wie vor nicht gut, sondern wenn der sich jetzt halt irgendwie nach oben rausdrückt und dann wir ein bisschen Rücklauf kriegen, da habe ich so ein bisschen mehr Gewissheit. Und weil der eben halt auch sehr, sehr oft sehr sauber läuft, der M15, im Sinne eben vom Framing. Und deswegen würde ich den ganz gerne abwarten, bevor ich halt wirklich dann da oben raus verlängere. Auch wenn der jetzt irgendwie ausnahmsweise nach oben durchstechen und weglaufen sollte, dann wäre es aber eher eigentlich die Ausnahme. Die Tendenz ist da, der hat aber immer noch 4 Minuten, beziehungsweise 3,5. Da läuft nichts weg, höchstwahrscheinlich. Also muss man irgendwie jetzt nicht irgendwie in Panik verfallen, wenn der da oben rauslaufen sollte. Aber noch hat er es immer noch nicht gemacht. Heißt aber auf der anderen Seite auch, wenn jetzt der M15, by the way, also wenn der jetzt halt irgendwie da in Rot schließen sollte, würde ich das Ding wahrscheinlich erstmal zumachen. Dem würde ich dann halt nicht so ohne weiteres trauen. Oder als Doji wäre auch nicht so schön, ne? Und mal gucken. Also was mir auch noch nicht gefällt hier an dem Long ist, so einfach. Es ist echt irre einfach bisher. Das ist, macht mir so ein bisschen Schmerzen. So, und bei YouTube, genau, schreibt hier Mindset Trading Einstellung auf 1080 Stellen. Ne? Da kann man ja genau, bei YouTube gibt es ja so ein, wo so ein Rädchen ist, auf 1080 und dann ist es alles rattenscharf. Wo liegt dein TP, fragt Satoria. Genau, jetzt lassen wir es hier echt mal sein mit der Technik. TP. Ich würde den gerne, wie ich es gestern im Stream ja auch beschrieben habe, am liebsten irgendwo oberhalb der 39.000 halt erstmal sehen und dann halt mal gucken, wo da das Maximum war. Ich bin mir gerade nicht sicher, es müsste irgendwie 39.070 oder so halt sein. Aber das TP jetzt hier zu setzen, finde ich jetzt noch nicht so wichtig. Erstmal muss er das machen, aber du hast natürlich recht. Das ist natürlich was, was man dann halt irgendwie auch nicht vergessen sollte. Wo will man überhaupt hin mit der ganzen Nummer? Um halt eben auch so ein bisschen zu sehen, so passt mein CRV denn wenigstens einigermaßen. Also, ich meine, unter 1 zu 1 sollte es ja logischerweise halt nicht sein. Ist es natürlich nicht, ne? Aber halt deswegen, also erstmal der erste Run wäre jetzt halt auf die 970, 960, 970. Die würde ich jetzt gerne mal als erstes sehen. Und was ja irgendwie gerade nur 30 Punkte sind, das ist ja gerade mal irgendwie um die Ecke, ne? Und dann halt eben sehen, ob er sich dann da oben durchdrücken kann oder halt auch nicht. Ne? Also ist hier schon ganz schön verhalten bei der 931. Und ich sage ja die ganze Zeit, es sieht so einfach aus. Da bin ich echt so ein bisschen auf der Hut. Ne? Also ich sichere den jetzt hier nur mal ab, würde ich normalerweise jetzt nicht machen oder für den Trade selber nicht. Aber der muss das jetzt hier im M15 wirklich liefern. Sonst ist das halt irgendwie sinnlos, weil wenn der jetzt nochmal runterkommt und dann hat er irgendwas anderes da unten vor und das wird dann wahrscheinlich ein bisschen anstrengender. Das wäre dann auf, aber die Antwort darauf, dass es so irgendwie merkwürdig einfach aussieht gerade. Der ganze Markt. Also wenn der jetzt nach oben durchläuft, herzlich gerne. Dann wäre es aber wirklich, und gerade für den DAO wäre das eher selten, extrem einfach gewesen. Aber ich hoffe nur, dass der jetzt nicht das gleiche macht wie der DAX heute Morgen, nämlich einschlafen. Der DAX hat ja auch irgendwie teilweise, ich dachte, das kann alles nicht wahr sein, irgendwie in einer Range von 3 Punkten. Das hat er sich ja teilweise irgendwie über 10 Minuten lang aufgehalten. Also ich hoffe mal, der macht jetzt hier nicht das gleiche und hat dann erstmal runtergezogen und ist dann halt erst eine Stunde später rauf. Das kann natürlich mit dem DAO ganz genauso kommen. So, ich habe gesagt, wenn der rot wird, gehe ich da raus. Ne? Ist auch so. Das bringt dann wahrscheinlich irgendwie nichts außer Verdruss. So, wir machen es mal anders. Ich ziehe einfach mal den Stop mal hier ein gutes Stück enger hinterher
Weil ich glaube, das wird irgendwie nicht so einfach, wie es aussieht, sondern es wird dann wohl eher eine nervige Nummer. Außer er zieht jetzt irgendwie wie aus der Pistole geschossen einmal nach oben, wird er aber nicht tun. So wie der M5 aussieht, macht er das nicht. So, also erstmal raus hier. So, hätte mich auch gewundert, wenn es irgendwie einfach geworden wäre. Man sieht ja auch hier, ne, im M5 erstmal hat hier heftigst Widerstand und kann sein, dass er jetzt hier einschläft und das wirklich genauso macht wie der DAX. Oder dass er uns jetzt hier veräppelt hat und jetzt doch eben oben durchzieht. Ne? Dann kann man da immer noch rein. Das könnte natürlich echt, das siehst du, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, was dann halt eben sein kann. So sieht einfach aus, tut dann so aus, als würde es fallen und haut dann ab. Ne? Bin gespannt. Möglich ist es immer noch. Ne? Aber die Erfahrung hat aber eben zu oft gezeigt, wenn der M15 irgendwie in Rot schließt, kommt oft nicht irgendwie viel Sinnvolles hinterher. Und hier aber halt auch, ich meine, M5, da ist halt einfach Widerstand da oben. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es irgendwie eine gute Idee ist, hier noch Short zu gehen. Dann hätte man es eigentlich direkt hier oben bei der 931 machen müssen. Aber sich dann auch Short ein bisschen genauer angucken, nach dem Motto, wo will der überhaupt hin? Ne? Und das habe ich jetzt aber nicht gemacht und deswegen will ich dem da jetzt nicht hinterher dackeln. So, trotzdem, ein paar Punkte waren es jetzt hier. Ja, irgendwie 20 Punkte. Ja, gut, okay. Aber ich hätte es nicht so laut sagen sollen, dass es so einfach aussieht. Und ich hätte es nicht heraufbeschwören sollen. Jetzt haben wir den Salat. Es sah zu einfach aus. Was man hier vielleicht irgendwie machen könnte. Aber dazu muss halt irgendwie auch nach unten, muss so ein bisschen dann was aufgehen. Das wäre natürlich dann halt eben mal umgekehrt. Halt mal irgendwie Short, dann halt irgendwie scalpen. Aber ist so ein bisschen risky. Point of Control liegt relativ hoch. Das sagt uns eigentlich nur so viel, dass halt hier oben die Verkäufer genauso stark vertreten waren wie die Käufer. Ne? Und hier natürlich das Volumen sich gesammelt hat. Das heißt, dass der Markt hier schon so ein bisschen halt auf Gegenwehr beziehungsweise auf Beantwortung halt stößt. Also das meinte ich eben. Ich bin echt mal gespannt, ob der das jetzt nicht doch noch irgendwie hier oben rauszieht. Aber mal gucken, selbst dann, wir kriegen den schon noch irgendwo gefangen, wenn er das machen sollte. DAX und Dow hören mit, schreibt Happy Sunrise. Ja, das ist, manchmal kommt mir das echt so vor. So, aber ne, hier, 10 Punkte Range. Das gleiche Spiel bisher wie beim DAX heute Morgen. Der lief nämlich auch erstmal rauf und dann ist er irgendwie über eine Stunde irgendwie nach unten geschrabbelt. Hat dann 42 Punkte Short sauber eingespielt. Das hatte ich auch im Live-Chart noch markiert und dann auch später in YouTube, bei YouTube, Facebook-Gruppe dann auch noch den Trade gezeigt. Also das Ende vom Trade. Und danach ging es halt eben durchs Dach. Der hat halt eben auch, der DAX eben auch nur auf dem Vortageshoch aufgesetzt und ist dann nach oben gezogen. Ich bin mal gespannt, was das hier jetzt irgendwie werden soll. Also es sieht schon so ein bisschen merkwürdig aus. Aber Nelson, ne, guck mal, das ist für uns eigentlich typisch. Ne? Vorher haben wir den DAX morgens lahmgelegt, jetzt legen wir am Nachmittag den Dow lahm. Das ist echt irgendwie schon gut. Es hat auch immerhin Methode. Hä? Die Tradition endet nicht. Ja, ne? Sie ändert sich aber. Okay, ich meine, von lahmlegen kann man jetzt hier nicht. Das ist auch, wäre unfair. Also der macht immerhin 5 Minuten 30 Punkte. Da hätten wir uns beim DAX einen Ast gefreut, wenn er das mal gemacht hätte. Also an manchen Tagen war das ja wirklich immer schon ganz schön gruselig. So, aber rausgehen. Bis jetzt sieht es nicht so falsch aus, da rausgegangen zu sein. Könnt ihr jetzt hier, also. Ich wüsste jetzt aber auch hier nicht so wirklich, wohin mit dem Short. Ne? Vielleicht nochmal irgendwie da unten hin, aber ich meine, M15 ist long, M5 gerade irgendwie nicht so, H1 ist long. Ich glaube, da muss man nicht unbedingt irgendwie Short gehen. Oder wie seht ihr das? Ich glaube nicht so wirklich. Ich glaube nicht so wirklich. Ja, auch hier jetzt irgendwie kurz am Bebop aufgesetzt. Also ich würde hier schon irgendwie versuchen, wenn er jetzt irgendwie auf die Idee kommen sollte, da oben durchzuziehen, falls es noch irgendwie macht, und das sieht gerade so ein
bisschen danach aus. Ne? So wie er sich jetzt hier auch schon direkt hier nur auf der Unterseite schon wieder abgestürzt ist, könnte schon sein, dass wir trotz allem dann einfach jetzt nach oben rausziehen. Ich könnte hier eine Abstimmung machen. Was machen wir? Gehen wir long da oben oder lassen wir es sein? Hier mitten in den Widerständen. Long. Ja, können wir riskieren das mal. Das sieht irgendwie jetzt erstmal nicht so wahnsinnig falsch aus, weil das halt eben ja auch zum Framing im M15 passt und der hier unten sich am VWAP relativ deutlich abgestützt hat. Gehe ich jetzt hier mal direkt mit der ganzen Position da halt rein. Es kann trotzdem falsch sein, ne? Ich habe aber hier so glücklicherweise ein bisschen Puffer angesammelt durch das Trading gestern und heute. Im schlimmsten Fall kann ich den verschmerzen, wenn ich es natürlich auch ungern mache, das ist ja auch klar, ne? Das ist natürlich auch klar, weil ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist ja immer bei einem Trade, klingt jetzt doof, ja, aber muss man sich trotzdem mal halt irgendwie so, muss man so ein bisschen genauer hinterfragen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Trade daneben geht und dass man halt einen Verlust hat. So, aber das ist ja nicht wirklich schlimm. Ne? Es ist halt immer nur so ein bisschen doof, weil es hier dazu führen würde, dass ich dann halt eben nachher nochmal irgendwo ansetzen muss. Und das ist dann auf der anderen Seite aber wiederum der positive Aspekt. Den Markt gibt es auch nachher noch, ja, und heute Abend noch und morgen noch. Das heißt, schlimm dann insofern, dass ich da halt irgendwie ein bisschen was an Zeit verliere. Ne? Und no more, no less. Und klar, für ein Live-Trading-Stream wünsche ich mir natürlich schon, dass der Markt natürlich halt mitspielt, ne? Und dann halt eben in meinem Sinne dann halt läuft. Und natürlich finde ich es auch nicht gut, irgendwie hier vor Hunderten von Leuten oder am Ende sind es dann über 1000, dann halt irgendwie einen Verlust zu produzieren, finde ich natürlich auch nicht so klasse. Sollte man auf der anderen Seite aber auch nicht überbewerten. Weil, wie Ja, gesagt, es ist Fritz. einfach so, dass. Bitte? Ja, Nee, nee, sonst sorry, ich noch. dachte, du fährst herzlich, bitte. Fahr noch fort und dann habe ich noch einen Kommentar von Fritz hier. Ja. Und will halt nur sagen, ne, das ist natürlich, aber das ist ja halt eben auch nicht irgendwie Entertainment, ja, sondern es ist ja halt irgendwie auch Real-Life-Trading. Und wenn der Markt, wenn ich jetzt zum Beispiel halt hier vermute, hey, der hat sich nur am VWAP da unten abgestürzt, wir drehen dieses ganze Ding einfach hier die ganze Zeit rauf. Also gehe ich davon aus, dass wir halt jetzt auch hier nach oben durchgehen. Das setzt dann halt mein Risiko, das liegt jetzt hier irgendwie bei 40 Punkten, das ist auch nicht die Welt. Und wenn es dann halt eben nicht aufgeht, dann geht es dann halt eben nicht auf. Da muss ich halt irgendwie nachher nochmal irgendwie ran und mir die 40 Punkte Verlust dann halt irgendwo nochmal zurückerobern nach Möglichkeit. Ne? Das ist halt klar. Man kann natürlich auch genauso gut sagen, okay, ich gehe hier oben, scalpe mir immer so irgendwie 10, 15 Punkte da oben mit in der Bewegung und setze immer wieder an. Kann man natürlich auch machen. Ne? Würde ich jetzt aber nicht, weil ich finde immer noch, dass der H1 die Chance hat, nach oben aufzulösen und das Ding eben auch fertig zu machen. Zumindest mal rauf irgendwie bis zu 970 in dem Bereich. Das wäre dann halt hier so. Ne? Und da kann man ja dann auch mal sagen, gut, dann gehe ich da halt mal nochmal mit einem Stück raus. Und guck mal. So, Nelson, du wolltest was einwerfen. Bitte. Ich wollte nur sagen, dass der Fritz hier geschrieben hat, dass eine Fibo-Linie bei 38.946 liegt. So, ja. Okay. Welche? Wäre dann halt die Frage. Also ist jetzt für mich leider nicht wirklich relevant. Ne? Also, aber kann natürlich trotzdem sein. Ne? Also, was ich jetzt zum Beispiel hier sehe, ohne dass ich es gesehen habe, aber genau vermute, ist genau das, dass wir hier in der Extension vom M5 da oben erstmal landen und der deswegen jetzt erstmal bremst. Weil M5 Framing ist rot, das muss er jetzt erstmal beweisen, dass das halt irgendwie umgedreht werden kann. Deswegen bremst er hier oben. Das ist übrigens auch letzten Endes nichts anderes als Fibonacci, aber alleine Fibo, ne, wäre jetzt für mich irgendwie kein Grund. Also zu sagen, okay, wir drehen halt dort. Ne. Das reicht, würde mir jetzt nicht reichen. Außer man sagt irgendwie, gut, ich bin jetzt irgendwie schon so und so lange long, ich gehe da erstmal halt irgendwie raus. Das kann man natürlich immer machen, das ist halt klar. Oder verkleine halt mal die Position. Aber ich sehe jetzt hier erstmal, ey, wir haben einen Impuls, der nach oben drückt, wir haben einen Markt, der nach oben drückt, wir haben einen VWAP, der gekauft wurde, wir stehen am Tageshoch oder über dem Vortageshoch und haben im H1 einfach auch noch Platz, eben halt einmal nach oben rauszugrätschen. Und da hänge ich mich jetzt dran. Da gibt es jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel Grund anzunehmen, warum das jetzt irgendwie vollständig irgendwie da in sich zusammenklappen sollte. Ne? Aber auch hier, ich meine, es sind jetzt halt wieder irgendwie 17 Punkte vorne. Und auch das wäre jetzt halt hier wieder
ein Win, den man machen könnte. Aber das hier ist für mich jetzt erstmal wichtiger. Nämlich, dass halt hier nach dieser kurzen Unterbrechung, nach dieser Bremse, der M5 auch wieder gedreht hat, der M15er oben rauszieht und der H1 jetzt die Chance hat, eben halt das Bild nach oben voll zu machen und einmal nach oben wegzudrücken. Und das würde ich mir halt nicht gerne verschenken, weil ich auch nicht weiß, wie weit der laufen wird. Ne? Weil da war ja auch eben die Frage zum TP, wo ist denn Take Profit? Naja, ne? Ich weiß es nicht. Dort, wo der Markt uns sagt, es geht nicht mehr weiter, am liebsten dort. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht hier. Ne? Und was natürlich dann für die FIBO sprechen würde, die der Nelson da gerade von wem war das, Nelson? Und Fritz. Von Fritz da eingestreut hat, dann ist es halt so. Ne? Also es kann natürlich ja sein, dass halt irgendwie auch einer von den größeren Playern sagt, nee, 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 wir haben da halt irgendwie das, unser Plan, der endet mit der FIBO, das kann natürlich auch sein. Ne? Aber das wird man ja dann auch sehen. Ja? Was ich jetzt aber nicht glaube, ist, dass wir jetzt hier einfach bremsen und komplett nach unten durchfallen, direkt hier in den Stop reinlaufen. Das glaube ich jetzt nach dem Bild jetzt erstmal nicht, möchte ich auch nicht glauben natürlich, ne? Weil ich jetzt hier auch die Füße stillhalte. Und sondern eher würde es ja dann halt sich in irgendeiner Form dann halt auch erst nochmal vermutlich im Framing dann halt in irgendeiner Form dann halt zeigen und in der Regel ja nicht von einer Minute auf die andere. So, bin mal gespannt. Aber es ist schon so ein bisschen verhalten hier. Ne? Für mich zählt dieser ganze Bereich hier immer noch zu der 931. Das ist halt ein altes ATH, was man natürlich auch im Daily recht deutlich sieht. Ne? Und das zählt für mich alles noch irgendwie so als Übertreibung dazu, mit zu dem, was der Markt hat hier jetzt eben auch oberhalb da veranstaltet. Ne? Das heißt, das könnte schon dann halt eben sein, dass es jetzt hier jetzt doch nicht gelingt. Aber auch das, wie gesagt, glaube ich nicht, dass es hier einfach so wieder rot wird. Wenn, dann wäre das eine Ausnahme, mit der kann ich aber dann halt auch leben. Und ne, das meine ich halt. Hier die 931 ist einfach eine Daily-Marke. Und die hat natürlich dann auch ihre Berechtigung, da halt irgendwie so ein bisschen deutlicher zu halten, beziehungsweise auch ihre Berechtigung, ein paar Punkte drüber zu gehen. Ganz klar, ne? So, aber das meinte ich, ne? Selbst wenn es irgendwie da oben nicht weitergehen sollte, werden wir das halt ja schon irgendwie sehen. Es wird nicht in einer Minute dann halt komplett da irgendwie unten rein. Fallen, das glaube ich nicht. Ne? Und von daher, ich finde es jetzt erstmal immer noch okay, das so zu machen. Und wenn aber der Markt jetzt hier das nicht bestätigt, 3 Minuten haben wir noch, um die Stunde voll zu machen. Wenn der Markt das nicht bestätigt, dann halt eben nicht. Ne? Aber auch hier auch erstmal völlig richtig, was der Markt jetzt hier macht. Nämlich halt hier, der versucht jetzt hier diese alten Highs von oben zu bestätigen. Völlig normales Marktverhalten. Auch noch kein Grund zur Panik. Nach dem Motto war ein Fehlausbruch. Ob es einer war, das sehen wir dann, wenn der Markt wirklich dann halt da oben nicht weiterkommt und dann jetzt hier wieder durchfällt. Dann war es halt irgendwie ein Fehlversuch. Okay. Das kann natürlich immer noch sein. Deswegen, das hier ist eigentlich nur gesund. Das heißt, auf der anderen Seite, wenn der Markt sich jetzt hier bestätigt und nach oben wegrennt, ne, dann ist aber halt hier auch das Thema Bestätigen eigentlich halt auch mehr oder weniger durch. Und dann kann es gut sein, dass da halt irgendwie dann auch für den Rest vom Tag nichts mehr kommt. Ne? Aber er muss es natürlich trotzdem machen. Mein VWAP liegt beim 936. Ist das ein Bug? Gestern hat es gar nicht angezeigt. VWAP, also wir sind tatsächlich, der Timo und ich, gerade dabei, das Ding umzubauen. Ne? Und ich hoffe mal, dass das jetzt nicht bei dir da halt in irgendeiner Form mit reinspielt. Gucke ich aber nachher halt nochmal drauf. Aber eigentlich sollte das jetzt irgendwie trotzdem funktionieren. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht irgendwie was, weil wir das gerade wirklich komplett umbauen. Da kommt nämlich demnächst eine größere neue Version vom VPOC, vom Orkan. Und nicht, dass sich das da jetzt ins Gehege kommt. Ist nicht ganz auszuschließen, sollte aber eigentlich nicht der Fall sein. So, jetzt doch nicht Short bei der 931. Ja, ich, wie gesagt, mit Short, ich habe da so ein bisschen meine Schmerzen, da halt irgendwie jetzt einfach Short zu gehen, weil der ganze Marktimpuls, der ganze, das, ne, das zeigt halt einfach gerade nach oben. Auch wenn es jetzt hier gerade reagiert, ja, sehe ich ja halt auch, ne, ich kann es nicht ändern. Aber halt,
Es gibt trotzdem immer noch keinen Grund irgendwie für mich, ne? So, jetzt haben wir hier den M5. Okay, irgendwie eine rote Kerze, aber der H1. Ja, kein neues Hoch, ne? Nicht drüber geschlossen. Und damit auch nicht irgendwie den Impuls gemacht, den ich gerne gehabt hätte, irgendwie hier für 16 Uhr. Kann noch kommen, keine Frage, aber sieht irgendwie aus nach, wir schieben noch, ne? Leider. Leider, leider. So, was machen wir denn mit dem? Ihr habt gesagt, es soll da oben long gehen. Sollen wir den jetzt rausnehmen? Sollen wir es gut sein lassen und irgendwie später ansetzen? Wie geht man mit dem jetzt echt um? Also ich sehe noch immer noch keinen Grund, irgendwie da halt jetzt was dran zu ändern. Auch wenn jetzt hier die letzte M5 nach unten zeigt, ne? Aber hier, es ist einfach alles grün. Ne? Es ist alles grün, es zeigt alles nach oben. Es ist halt nur einfach lame, ne? Also vom Tempo her. Die Stunde hat unter 930 geschlossen. Ja, aber in grün. Ne? Also das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Markt, der von oben kommt und von oben nach unten darunter schließt, sondern es ist ja ein Markt, der von unten nach oben kommt und sich versucht, da oben durchzusetzen. Deswegen würde ich, es wäre das, ich würde das hier nicht unbedingt irgendwie als Short-Signal werten. Ja. So, das Schlimmste, was jetzt halt einfach passieren kann, ist, dass wir jetzt halt hier doch nochmal irgendwie in Rot runterkommen und dann haben wir einfach einen Geiermarkt. Ne? Den man dann irgendwie später an einem besseren Niveau dann halt nochmal irgendwo anpacken muss. Das könnte sein, ne? Das ist halt nie auszuschließen und das kann der Dow auch richtig, richtig gut, ne? Einem fürchterlich auf die Nüsse gehen. Und dann halt eben auch irgendwie irgendwelchen Blödsinn veranstalten und nach unten rausfischen und dann nach oben doch nicht laufen und so weiter und so fort, ne? Das ist halt eben das Ding, ne? Deswegen ja, war vielleicht vorhin der Ansatz, wo ich gesagt habe, es sieht so einfach aus. Das ist das, was mir nicht gefällt. Vielleicht doch nicht so falsch. Ja. Aber man weiß es noch nicht. Ne? Ich will hier mal irgendwie diese Lows, würde ich jetzt mal für wichtig erachten und da den Stop auch nur ganz knapp drunter ziehen und da auch jetzt nicht irgendwie unbedingt einfach so da unten drunter irgendwie nochmal long verlängern, sondern da jetzt einfach das Ding jetzt erstmal stehen lassen. Und wenn er irgendwie da der Meinung ist, er muss nochmal darunter, so what, dann muss er halt irgendwie später da halt nochmal ran. Aber erstmal ist es halt hier auch nur Geschiebe. Ach man, Nelson, ich dachte, das mit der US-Eröffnung, das läuft flüssiger alles halt hier. Und Dann nun jetzt. fang nicht an, auch noch mit dem Dow zu streiten. Ey. Du warst schon mit DAX gebrochen. Ja, echt, ne? Was sagt denn der Andreas? Andreas Bernstein, du bist auch noch da. Wie bist du denn unterwegs in dem Markt? Oder sagst du zu generell zu dieser Bewegungslegasthenie, die der Markt hier irgendwie gerade zeigt? Ach ja. Auf jeden Fall, wenn man deinen Chat hier so liest, dann waren sehr viele long, also Ja. nachdem du gefragt hattest. Ja. Das war unmissverständlich, ne? Finde ich auch so. So. Wer das als Empfehlung verstanden hat, der kann jetzt hier natürlich mit 3 Punkten raus oder 4 Punkten plus. Aber ich lasse den mal. Ich bin immer noch der Meinung, solange der Markt mich nicht eines anderen belehrt, dass der eigentlich nach oben raus müsste. Auch in diesem Impuls mit dieser Formation in der Stunde. Es macht alles andere macht irgendwie keinen Sinn, auch wenn es hier halt irgendwie ewig zu dauern scheint. Aber ich glaube, es ist falsch, hier irgendwie von Short oder von irgendwas anderem auszugehen. Der Stefan, DAX schließt unter 358 Short Trigger. Dafür müsste ich mir den DAX genauer angucken. Ich bin jetzt hier gerade mit dem Dow zugange. Lass mich den mal irgendwie noch kurz hier ein paar Minuten beäugen und dann gucke ich da irgendwie gleich mal drauf. Aber ein Markt, der so arg long ist, ne, wie der DAX heute. Gut, ich meine 358, da habe ich ja schon gesagt, ne, da ist halt irgendwie, glaube ich, der wäre halt nochmal Short erlaubt, aber ein Trigger, glaube ich nicht, dass der halt einen echten Trigger abgeliefert hat. Ne. Vielleicht ein Schlusskurs unten drunter, okay, das ist aber nicht direkt als Trigger zu werten, ne. Da wäre ich so ein bisschen vorsichtig. Aber trotzdem, ne, das ist, ich kann ja, wie du weißt, ne, hier nicht irgendwie Handelsempfehlungen aussprechen. Sondern ich sage halt nur, irgendwie guckst du dir genau an. Ne? Guck dir das schon irgendwie ganz genau an.
Tja, Alex, wenn ich schon keine Haare mehr hätte, würden sie mir heute ausfallen. Okay. Ja, ich habe noch ein paar übrig, ne? So irgendwie. Muss auch immer irgendwie hier das Licht richtig positionieren, damit das nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, sondern erst auf den zweiten. Aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das kommt auch vom Trading. Das kann schon gut sein. Manchmal sitzt man hier und denkt so, ach Mann, ey, das ist doch alles irgendwie, ist doch nicht schön. Okay, ich gucke mal hier drüber noch. Dann hier nochmal mit die DJI Beta VWAP 878. Okay, DAX steht der Popcorn. Ja, das ist nicht so mein Formationsding. Schreib hier Moongun, Popgun im H4. Das ist so, ich rede immer nur gerne über die Sachen, die ich eben auch selber handle und verstehe. Deswegen, da gibt es immer irgendwie ganz viel, was man halt irgendwie an Formationen interpretieren kann. Ich bin da immer so zurückhaltend, ne? Aber trotzdem, ne? Wenn du das so siehst, darfst du das natürlich so machen. Lass dich nicht von mir verunsichern, ne? So, also der zackelt jetzt erstmal auf der Oberseite. Wir gucken dann mal eben ganz schnell rüber in den DAX, was der DAX denn halt, ob der uns hier irgendwie short getriggert hat. Moah. Auf den ersten Blick nein. Also wir sehen natürlich hier die 358, ne? Das war ja halt eben auch, also dieser Bereich generell so mein Maximum, ne? Das ist jetzt, ich meine, der ist gut gelaufen. Natürlich darf man da halt irgendwie auch mal shorten und wenn man ein bisschen Luft und Geduld mitbringt, kann aber genauso sein, dass er irgendwie nochmal da oben hinläuft. Ne? Und dann, ich würde bei sowas immer eher warten. Was heißt immer, stimmt auch nicht. Heute Morgen habe ich hier auch geschortet, ne? Bei der 262 und der ist ja dann eben da runtergelaufen. Okay, ne? Kann man schon mal machen irgendwie für ein paar Punkte, aber dafür habe ich den aber jetzt im kleinen Timeframe zu wenig auf der Uhr, als dass ich mich da jetzt aus dem Fenster lehnen würde und sage, ja, kannst du schon so machen. Ne? Aber generell, der ist halt irgendwie gut gelaufen heute, der darf mal reagieren, der muss aber nicht. Ne? Das ist halt auch klar. Und heute Morgen dieser Short, das war ja halt irgendwie um 9 Uhr. Das war so, ne, der Markt so ein bisschen übermotiviert, rennt erstmal hoch und es kommt einfach nichts mehr hinterher. So, das war dann halt so End of Liquidity. Ne? Und was soll er denn dann machen, außer halt irgendwie dann halt mal ein paar Punkte im Rückwärtsgang da halt irgendwie einen Angriff nehmen. Das war legitim, ne? Aber jetzt, wenn der Tag so vorbei ist, ne, und dann hast du natürlich auch immer den Effekt, dass halt irgendwie so dann die FOMO kommt, ne? So, hey, siehst du, ne, wir machen jetzt doch irgendwie ATH, komm, lass ein paar Positionen reinschmeißen, und dass der dann halt eben am Ende des Tages dann halt doch eher nochmal in Trendrichtung drückt, ja. Und der macht ja auch gerade irgendwie einen Ausbruch der DAX. Das heißt, dass er eher dorthin dann halt nochmal weiter drückt, als dass er dann halt irgendwie großartig reagiert. Ne? Und weil eben im Hinblick auf morgen, würdest du, das ist eigentlich die Frage, die man sich am Tagesende stellen muss, würdest du morgen bei dem Bild, wenn es so schließt, wie es jetzt gerade ist, short gehen? Da würde es wahrscheinlich ja nicht, ne? Weil dann guckt man dann irgendwie einen Tag später drauf und denkt sich so, boah, krass, Ausbruch hat funktioniert. Wie komme ich denn da jetzt noch long rein? Nicht, wie kann ich jetzt unbedingt Short dagegen halten? Ne? Und das ist so, ist ja nur ein bisschen andere Sicht, die aber, glaube ich, nicht so wahnsinnig falsch ist. Ne? Und der DAX hat jetzt demnächst Ende in 90 Minuten. Ne? Von daher immer genau irgendwie, oder das ruhig mal ein bisschen von der anderen Seite halt auch versuchen zu sehen. So, jetzt kriegen wir aber hier wenigstens ein neues Tageshoch und dann gucken wir mal, wohin uns das führt. Dann kriegen wir zumindest hier ein paar Punkte. Das sieht zumindest danach aus nach einem neuen Tageshoch, wenn jetzt hier nicht am letzten scheitert. Ne, aber insgesamt sieht das jetzt, ne, hier im M5 jetzt auch mal, jetzt sieht das schon ganz anders wieder aus. Ne. Hier auch nämlich Framing eben nach oben, zeigt auf die 974, passt damit zum M15 und zeigt der überhaupt hier auf die 980, 977. Das passt alles zusammen eigentlich. Ne. Und der H1 zeigt auf die 39.000. Mal gucken. Von daher erstmal alles fein. So, und hier gucke ich jetzt einfach, da ich so weit wie möglich da oben halt irgendwie hinkomme. Und vielleicht muss man da oben auch irgendwie gar nichts machen. Es kann schon sein. Weil dieses Gebilde hier, das sieht man ja schon, ne, irgendwie, das drückt schon nach oben. Ne? Da ist irgendwie auch jetzt von oben nach unten nicht mehr leicht durchkommen, weil der Markt hat hier, hier tiefes Tief und dann halt kein tieferes Tief, kein tieferes Tief, kein tieferes Tief. Das heißt, der drückt sich schon hier oben halt irgendwie weg und das Ganze halt auch hier.
mit Volumen dann eben auch im Nacken. Das müsste eigentlich funktionieren, ne? Und sollte eigentlich nicht mehr großartig zurückkommen. Mal gucken, ne? So, M5 sieht super aus, finde ich. Da könnte man sogar überlegen, noch einen draufzugeben, hier direkt eine Position. Mache ich das? Spricht nichts dagegen. Okay. Es spricht erstmal nichts dagegen. Und dann kann man auch hier oben dann auch relativ bequem, wenn er das jetzt irgendwie macht, bei der 970 dann auch nochmal einen rausnehmen und hat dann eben sein Risiko auch so ein bisschen nach unten geschraubt. Wenn er es denn macht, ne, ganz klar. Aber finde ich so oder so, auch wenn er jetzt irgendwie was anderes machen sollte, ich finde es richtiger, hier oben long zu gehen, als halt irgendwie short dagegen zu halten. Rein vom Impulsverhalten vom Markt her. Vielleicht war der Long hier ein bisschen früh, das kann sein, okay. Aber mal gucken. Positionsgröße hätte ich natürlich auch ausschalten können. Das ist irgendwie, fällt mir auch gerade auf. Habe ich irgendwie jetzt nicht drüber nachgedacht, weil das ist ja halt auch immer irrelevant, ne? Ob man jetzt irgendwie 1,5, 15 oder 0,5, das ist ja irgendwie total egal. Ich habe ja gesagt, ne, ich war jetzt hier die ganze Zeit immer mit irgendwie 20 unterwegs. Das heißt, ich bin ja hier jetzt natürlich schon relativ gut positioniert, dann halt drin. Also was heißt gut im Sinne von groß, dann halt eigentlich eher. Und aber ich finde es jetzt erstmal legitim. Ich finde es legitim, das so zu machen. Und wenn es jetzt irgendwie nervig werden würde, dann sehen wir vielleicht hier nochmal irgendwie den Point of Control, aber mehr darf da eigentlich echt nicht mehr kommen, ne? Na komm, jetzt gib mir doch einen Ruck da oben raus, Kollege. Das kann doch nicht so schwer sein. Aber heute ist es irgendwie schwer. Weil er ist ja irgendwie, also ich meine, gefühlt ist halt hier. Ich wüsste nicht, warum der hier irgendwie bremsen soll. Das erschließt sich mir nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Echt? Warum stellt er sich hier so an? Ja, wir sind halt in diesem Gap, ne? Das war ja das, wo ich ja dann auch irgendwie gestern Nacht noch meinte, ne? Bei meinem Glück stehen wir genau da oben im Gap, dann irgendwie, wenn ich irgendwie handeln muss und soll da halt irgendwas entscheiden. Es ist irgendwie, ja, ich habe immer irgendwie das große losgezogen. Ja, das ist halt ein altes Gap hier. Aber auch da spricht eigentlich dafür, dass wir doch zumindest irgendwie an die Oberseite jetzt hier auch einmal laufen. Das wäre dann halt auch wiederum die 970. Also in der Regel macht der Dauer das ja nicht so, dass er halt irgendwie da halt reinläuft und dann halt irgendwie irgendwo mittendrin scheitert, sondern hangelt sich in der Regel, so wie man das halt hier ganz gut sieht, hier mit diesen H1-Kerzen. Ich kann sie nur deswegen nicht größer machen, weil das Gap dann weg ist. Was ich aber meine, ist, dass der halt hier dann erstmal antestet, ne, auf der Unterseite, schiebt sich dann halt rein und dann macht er eigentlich die Oberseite dann auch normalerweise fertig. Deswegen. Aber das ist schon. Ich find's so ein bisschen lustig, ehrlich gesagt. Nelden, ne? Das ist. Ich muss da Ja, halt echt lachen, ne? So, hier wir ist haben hier Geduld ordentlich gefragt. HRSV. Ja, was ist da? 15 Punkte Range um nach 4. Das hat echt Seltenheitswert, ne? Okay. Wenn das Team Cardoso Neto Hilger am Start ist, dann erfindet der Markt sich auch schon mal wieder neu. Das ist wirklich klasse. Ich glaube, die sitzen da einfach an der Wall Street und warten, bis wir auf YouTube live sind und sagen, ach, da sind sie wieder, die zwei Doofen. So, jetzt mal alles, alle mal irgendwie ab in die Mittagspause verfrüht oder gehen mal Kaffee trinken. Ich sage euch, wenn sie raus sind, dann können wir weiterhandeln. Ich glaube, so machen die das. Das hat sich irgendwie rumgesprochen als Running Gag zwischen Frankfurt und New York. Alles andere ist da nicht mehr zu erklären. Also, und für die Anfänger, ne, denen sei natürlich gesagt, Leute, wir werden das natürlich nicht ernst. Das ist doch klar. So. Sondern das ist halt einfach Zufall. No more, no less. So, aber auf der anderen Seite, wenn man halt hier über Tempo redet, wenn der Markt langsam anfängt, ne, wenn er sich langsam drückt, ne,
dann kriegt er aber auch irgendwann Tempo. Und zwar so richtig Tempo, ne? Und von daher lohnt es sich da schon ganz oft irgendwie nicht die Nerven zu verlieren und mal ein bisschen länger durchzuhalten. So, ich würde jetzt aber hier, apropos Nerven verlieren, hat nichts mit Nerven verlieren zu tun, aber wir müssen natürlich auch hier irgendwann mal zum Schluss kommen. Und deswegen würde ich jetzt hier mit dem nächsten Spritzer, den er da oben macht, dann da oben mal einen Teil rausnehmen oder vielleicht dann zwei Drittel rausnehmen. Und dann müssen wir hier natürlich auch irgendwann mal den Livestream auch mal zu Ende bringen. Also, ne, es soll jetzt nicht irgendwie auf 10 Minuten ankommen oder so, aber hey, dieses Geschiebe kann natürlich jetzt auch irgendwie noch ein bisschen länger so weitergehen. Und der M15 wird wohl auch mit der nächsten Kerze nach oben durchdrücken. Das sehe ich schon so. Womöglich auch direkt bis auf die 39.000. Ne, weil das sieht schon alles sehr long aus hier mittlerweile. Und auf der anderen Seite, ich weiß es natürlich nicht. Ne? Wenn ich irgendwas hier nicht im Griff habe, dann ist es einfach das Timing. Das hat ganz klar. Ne? Deswegen da bitte nicht böse sein, wenn ich ja gleich sage, so, das war's. Aber ihr dürft natürlich ja auch irgendwie, oder werdet dann ja wahrscheinlich sowieso, wenn ihr selber handelt, ja, das dann irgendwie dann auch nachher dann weiter verfolgen. Und vor allen Dingen, wenn ihr selber hier mit drin seid in dem Trade, ohnehin, ne, ist ja nochmal ein ganz anderes Interesse da. Was ich immer übrigens relativ wichtig finde, das muss man glaube ich sogar mal erwähnen, weil wir eigentlich das noch gar nicht oft gemacht haben hier am Nachmittag mit dem US-Markt, das ist der PHR1. Also das ist eigentlich, das ist der R1-Widerstand, Pivot-Widerstand gerechnet auf die Stunde. Im DAO immer wieder ein Phänomen, wie viel oder wie viel Gegenwind es dort gibt. Oder, und das ist eben natürlich die andere Seite, also meistens gibt es hier Gegenwind. Wenn ich long bin, immer. Ja, also das ist ganz normal, deswegen würde mich das wundern, wenn der jetzt hier oben auch nur mehr als 5 Punkte durchgeht. Außer ich bin short, dann gibt es keinen Gegenwind. Wenn ich long bin, immer. Und das ist so ein Punkt, da ist irgendwie, sind da irgendwelche Algos drauf programmiert. Ich weiß es nicht, ne? Aber es ist immer so entscheidend. Oder sagt so viel drüber aus, wie der Markt halt läuft. Das heißt aber auf der anderen Seite, drückt er jetzt hier oben durch, ja, dann weiß man auch, okay, das Ding geht noch richtig viel weiter und den hält gar nichts mehr auf. Also finde ich immer brutal wichtig, sich den genau anzugucken. Liegt auch jetzt hier genau bei der 970 oder kommt mit der zusammen, dann bin ich mal gespannt. Wenn ich generell auf der Suche nach Short bin, schnappe ich mir den sehr, sehr gerne als Entry, wenn der in der Übertreibung halt liegt. Und bin mal gespannt, was er jetzt hier macht. Bin echt gespannt. So, ich nehme jetzt den hier manuell raus. Ich kenne den Kollegen. Wenn ich long bin, gibt es immer einen halben Weltuntergang, wenn der kommt. So, aber generell liegt die Nummer jetzt so weit vorne. Passt erstmal. Von mir aus darf der sehr gerne oben durchdrücken. Ne? Aber wie gesagt, ich befürchte es fast, er macht es nicht. Aber mal gucken. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn der sich aber hier wirklich sauber durchdrückt, ja, und dann ist oft, dann gibt es ganz oft eben kein Halten mehr. Ist immer ein ganz guter Indikator. Aber jetzt auch hier ganz genau dran. Und von daher, das ist erstmal richtig, aber er darf gerne durch, bitte. Vielleicht ist ja das, was dann besser klappt hier im Live-Trading mit Zuschauern, dass der R1 mein Long ausnahmsweise nicht ausbremst. So, würde auch jetzt bedeuten, hier sollte man jetzt auch eigentlich absichern. Ups, was war ich denn da? Nicht keine Limit. Nein, sonst den Stop da hinsetzen. Hier sollte man natürlich jetzt auch absichern, ne, weil eigentlich hat er irgendwie hier unten gar nichts mehr verloren. Der muss das Ding jetzt machen. Und nicht, weil er muss, ne? Er muss es machen, wenn es irgendwie gut werden soll. Und dann sollte er jetzt wirklich da möglichst da jetzt oben langsamer Tempo gewinnen. Und im Zuge dessen liegt der R1 vielleicht ganz gut hier, ne? Weil wenn er jetzt halt hier wirklich Tempo kriegt und dann drückt er auch noch ein deutliches Stück weiter. So, hier oben nächstes Level erreicht, wo ich halt hin wollte, ne? Kann man dann nochmal überlegen, ob man ein kleines Stück dann halt irgendwie rausnimmt und den Rest dann einfach mal drin lässt, ne? Weil der Entry war jetzt halt hier. Ich sage mal, auf relativ hohem Niveau. Ich will jetzt nicht sagen, der war schlecht. Das war er ganz und gar nicht. Er war nur auf relativ hohem Niveau, so dass ich hier wenig Platz irgendwie für Korrekturen habe. Deswegen wäre ich da jetzt halt auch eher ein Fan, ne? Oder deswegen bin ich da jetzt eher ein Fan davon, auch zu sagen, okay, komm, nimm da oben ein bisschen was raus. Wenn er irgendwie halt Richtung Mond läuft, bist du eh dabei. Aber ansonsten war der halt irgendwie hier, ne, so in dem Cluster. Und jetzt nicht unbedingt an so einem Spike. Wäre der jetzt hier unten gewesen, hätte ich da jetzt irgendwie meinen Long gehabt und da unten wäre mein Break-Even, würde ich sagen, ziehe ich den Stop aufs Vortageshoch und gucke heute Abend nochmal drauf. Aber das wird halt hier nicht funktionieren, ne?
Also das kann schon nochmal kommen, dieser Bereich, und es kann auch nochmal anstrengend werden. Und deswegen lieber ein bisschen was wegnehmen hier. Aber ich glaube auch insgesamt, ne, hier jetzt vom Ergebnis, das ist schon absolut okay, ne? Das war der erste irgendwie mit 20 Punkten hier im ersten Anlauf. Und dann jetzt hier nochmal den zweiten, der jetzt, keine Ahnung, wie viele Punkte liegt der jetzt hier vorne? Ich weiß es gar nicht, in Punkte gerechnet. Müssen aber auch nochmal irgendwie so 40 Punkte sein, ne? Ich war ja irgendwie mit einer Size von 10 ja halt angefangen, ist aber insgesamt ja dann schon okay, ne? Okay. So, hier die beiden Kollegen. Alright. Gut, also ich lasse den jetzt mal so drin und gucken wir es mal schnell an, wohin, oder weil ja auch die Frage zum TP war. Klar, machen wir das jetzt. Und hier ist dann ja auch beantwortet, ne, mit dem Short Trigger DAX. Ne? Also von daher schwierig. Oder zumindest war mein Rat dann auch richtig zu sagen, ja, guckst du lieber an, ne? Und gerade zum Marktende hin eigentlich eher rauf als runter, wenn der im Trend ist. Und die Einschätzung war dann vielleicht nicht so falsch. Also hier wäre jetzt erstmal quasi Maximum, wobei nicht Maximum, aber halt relevant wäre halt hier, wie man sieht, ne, von diesen Highs ausgehend im Dow, die 39.030. Ne? Das sind jetzt von hier irgendwie nochmal rund 70 Punkte rauf. Kann ja eigentlich relativ stressfrei machen. Auf der anderen Seite stoßen wir jetzt hier genau in die Extension rein vom Daily, vom Vortag, wobei ein bisschen Platz ist da auch noch bis da oben hin. Ne? Das wäre auch dann die 39.000, und mit der Übertreibung spricht jetzt irgendwie nichts dagegen, warum der das da oben irgendwie ausreizen sollte oder nicht ausreizen sollte. Ne? Also das ist irgendwie völlig legitim, dass der Markt sich versucht, soweit es geht, da oben hinzudrücken oder eben auch drüber und sich jetzt nicht unbedingt hier aufzuhalten. So, aber ob jetzt darüber hinaus, das kann ich natürlich nicht sagen. Ne? Also, dass die Tendenz da oben rauf war, das hatten wir ja gestern halt ja eben ja auch im Ausblick, habe ich das ja halt auch relativ ausgiebig erklärt, warum ich das so sehe. Das ist ja alles gut und schön. Trotzdem muss man jetzt irgendwie nicht da erwarten, dass wir jetzt halt hier direkt zum nächsten ATH halt laufen. Ne? Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig oder vermessen. Sollte man, glaube ich, so nicht machen. Ne? Aber hier oben irgendwie in die Richtung da halt rein. Auch hier der H1, also die letzte H1-Kerze von der Eröffnungsstunde zeigt eben auch hier in die Richtung 39.000, 39.010. Ich glaube, so in dem Bereich, ne, 39.000 bis 39.030, da kann man sich dann irgendwie schon mal Gedanken drüber machen, ob man den dann halt nicht irgendwie dann erstmal in Ruhe lässt und auflöst. So, ne, auch apropos auflösen, war ja dann halt hier auch erstmal soweit okay, da oben mal halt irgendwie das Risiko zu halbieren, den Stop nachzuziehen. Und, ne, und hier haben wir dann eben auch, ne, sehr eins, da ist er dann eben doch. Ne. So, hier ist zwar irgendwie einmal drüber geschlossen, einmal drunter, aber ich sag's euch. Wenn das Ding irgendwie in der Nähe ist, wird es meistens echt anstrengend. Und kann natürlich auch sein, dass wir jetzt hier auch direkt wieder auf Anfang laufen. Kann sein, muss nicht sein. Wäre jetzt aber auch nicht wahnsinnig außergewöhnlich, dann dort halt irgendwie jetzt nochmal Gegenwehr zu kriegen. Aber insgesamt, glaube ich, war das dann doch soweit. Bin ich jetzt erstmal soweit zufrieden mit dem Live-Trading. Ich hoffe, ihr auch, und konntet euch ja da irgendwie was rausschneiden, sei es jetzt an Informationen, an Input, an irgendwie moralische Unterstützung bei Long oder gegen Short oder wie auch immer. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also, gut. Ich gucke jetzt nochmal über die Kommentare drüber. Jetzt doch schon, okay, warte mal hier. Wenn der Dirk ein Nikolaus Bart hat, dann ist der da oben. Ja, ne? Das kann schon sein. So, Manuela hat die Nachricht zurückgezogen. Warum, Manuela? Du darfst ja alles sagen. Und wie kann ich mir den anzeigen lassen, den Pivot R1, R2 bei Chart? Achso, das genau, das kann ich ja kurz irgendwie zeigen. Das ist hier drin. Das ist einfach hier nur so ein Knopf. Ne? Das sind die Dinger hier, PH. Damit zeigt man sich die an. Ich finde es wirklich, ne? Man sieht es ja gerade wieder. Der läuft da in der Regel nicht einfach drüber. Auch wenn er mal irgendwie kurz drüber schließt, geht es nicht weiter. Auch unten Support. Genau das gleiche in Grün. So oft, ne, wo man das halt irgendwie sieht, dass man den halt echt verwenden kann. So, falscher Knopf. Moment, ich gehe nochmal zurück auf den großen Knopf. Okay, habt ihr das Bild per Mail geschickt? Vom POC? Okay. Matthias, okay, super, danke. Graffiti, danke, danke, danke. Ja, okay. Ich glaube, ich habe natürlich irgendwie, ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Hier bei den Kommentaren. Ich hoffe, da war jetzt irgendwie nicht was wichtig. Bin long. Okay. Schön.
Gut, also ich hoffe, wie gesagt, ihr habt irgendwie alle alles richtig gemacht und habt auch hier ein paar Punkte mitschneiden können und damit dann auch hoffentlich Geld verdient. Und ja, gucke ich hier auch noch gerade drüber. Sorry, wenn ich ein bisschen stottere. Ich versuche bei GoToWebinar auch noch drüber zu gehen. Nelson, hast du noch was? Irgendwie an Kommentaren, was ich übersehen habe? Nein, also hier auf GoToWebinar waren ein paar Fragen zum DAX, aber da bist du ja dann auch nochmal drauf eingegangen. Ansonsten wurde, ich glaube, von Manuela zweimal gefragt, ich glaube, einmal hat sie zurückgezogen, ob es den SteelTrader auch für den Mac geben wird. Für den was? Für den Mac? Nee, leider nicht. Also ich meine, ich bin ja auch auf dem Mac unterwegs, ne? Aber bei mir läuft er halt eben auf dem Server und viele andere machen es dann halt eben mit einem VPS. Finde ich, wenn man halt irgendwie so ein bisschen mehr Sicherheit haben will, sowieso besser, ne? Also weil wenn der PC mal irgendwie abschmiert und dann liegt da halt irgendwie ein Trail oder halt ein Time-Exit oder so und dann ist halt einfach nicht gut, ne? Und auf dem VPS läuft das Ding halt 24 Stunden durch, ne? Aber okay, ne? Aber trotzdem, nee, also um das zu beantworten, einfach auf dem Mac. Läuft's nicht. So, und Ansgar hat ja hier noch eine Frage gehabt und hätte die gerne beantwortet. Und zwar, welchen Punkt du meintest. Aber ich habe jetzt keinen Bezug dazu. Der Ansgar, ich gucke auch mal hier durch. Ansgar, ich finde aber auch irgendwie nichts. Jetzt doch nicht short bei der 931. Das ist die Frage von dir, die ich finde. Da habe ich ja auch gesagt, nie. Und ansonsten, Ansgar, ist von dir hier doch nichts. Irgendwie werden meine Fragen nicht gesehen. Doch. Ansgar. Gut, also Ansgar, ich hoffe, das war bestimmt irgendwie nur ein Missverständnis oder so. Oder ich habe tatsächlich immer noch irgendwas übersehen, was mir hier PHR1, da ist er nochmal der Ansgar, aber da ist, ich kann irgendwie nichts feststellen. Gut, ich versuche das hier so gewissenhaft wie möglich zu machen, aber nicht böse sein, wenn ich es dann halt trotzdem nicht hinbekomme oder halt übersehe, es ist so ein bisschen schwierig. Hier, ich bin halt immer mit drei Monitoren hier unterwegs, muss den Markt irgendwie im Auge behalten und dann irgendwie Fragen auf zwei Kanälen und dann irgendwie noch die Technik hier und da geht schon mal was unter. Aber ist natürlich, jetzt habe ich den Satz verloren. Also da ist er nochmal der Ansgar. Nee, der Punkt ist, dass der PHR1, ganz genau, das ist der R1. Den sieht man hier wirklich natürlich jetzt ganz schlecht, egal ob bei YouTube oder wo auch immer. R1, R1 oder S1, ne? Also S1 natürlich unterhalb, R1 oberhalb. Also von daher, ja, ne? Also der hier war gemeint. Da nochmal ganz kurz drauf. Der, ne? So, R1. Hier wird es auch eingeblendet. So ist es. Alright, gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Dabeisein. Trade läuft noch. Ich lasse den auch noch drin und hoffe mal, dass wir da noch ganz, ganz, ganz weit mitkommen. Ob das dann so sein wird oder nicht, werden wir dann halt sehen. Aber ich denke schon, dass der halt irgendwie auch noch ein bisschen ein paar Punkte mehr einbringt. Ansonsten macht man ihn jetzt hier zu, ist man halt bezogen auf die anfängliche Position mit genau 45, 46, 47. Wahrscheinlich 50 Punkten dann halt eben dabei. Aber wie gesagt, ich habe jetzt zu dem Trade alles erklärt und insgesamt, ja, ich fand es recht zufriedenstellend. Ich hoffe, ihr auch. Und danke, habe ich schon gesagt. Und bevor ich mich jetzt zu sehr verquatsche, winke ich hier einfach in die Kamera und sage, wartet noch auf den Nelson, der sagt bestimmt noch was Schlaues und kriegt auch noch einen ganzen Satz zusammen, nicht so wie ich. Oh, noch was Schlaues. Jetzt sage ich einfach mal Tschüss. Nein, also ich bedanke mich natürlich wie immer bei dir. Ja, super Trading heute und super besucht auf beiden Kanälen. Also so macht es natürlich Spaß, insbesondere für dich natürlich. Und vielen Dank für die Kommentare, für die Fragen und überhaupt das aktive Mitmachen hier. Viel Erfolg noch heute und die Woche. Donnerstag ja an die lieben Väter einen schönen Vatertag Genau. und ja, Wunderbar, viel Erfolg. Kollege. Ja, Dirk ist unterwegs, wird auch live gestreamt, habe ich gehört. Wenn du Und dabei bist, auf jeden Fall. Wir müssen reden. meine Kinder haben schon einen Plan für mich gemacht. Ich bin schon ausgebucht. Ach, du Und weißt auch, so, bevor wir hier aber Vatertag feiert man nicht mit So, den stopp, Kindern. stopp, 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 stopp. Bevor wir hier weiter Blödsinn reden. Also vielen Dank nochmal an alle. Passt auf eure Position auf und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.